Die Stunde ist da, aufzustehen vom Schlaf. Denn jetzt ist das Heil uns näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Jochen Klepper leitete mit diesen Worten sein Weihnachtsgedicht ein, dessen Melodie Achim Lieblang hier andeutet. Jochen Kleppers Weihnachtslied heißt dann auch so: Die Nacht ist vorgedrungen. Für mich ist es eines der merkwürdigsten Weihnachtslieder überhaupt. Ich habe es erst relativ spät kennengelernt. Aus meiner Kindheit kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir es jemals gesungen hätten. Gefühlt würde ich sagen, so seit etwa 10, 15 Jahren kommt es öfter vor, aber in vielen Gemeinden, in denen ich gearbeitet habe, würden die meisten Leute wahrscheinlich immer noch sagen, das neue Lied da kenne ich nicht. Hören wir mal rein in den Text. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Angst und Pein sollte es im Leben von Jochen Klepper in übervollem Maß geben. Er erfuhr am eigenen Leib die Abgründe menschlichen Hasses. Die große Liebe seines Lebens war Johanna Stein. Er lernte sie kennen, als er Ende 20 war und sie bereits Witwe. Sie war 13 Jahre älter als er und hatte zwei Kinder, zwei Töchter, die damals im Grundschulalter waren. Johanna stammte aus einer jüdischen Familie. Jochen Klepper war selbst evangelisch und nicht nur auf dem Papier, er hatte einen intensiven persönlichen Glauben. Die jüdische Abstammung Johannas war aber für ihn offenbar ohne Belang. Nicht so für seine Familie. In der Literatur findet man den Hinweis, dass man missbilligte, dass er eine Jüdin heiraten wollte. Johanna und Jochen heirateten 1931. Zu dieser Zeit war Jochen ein relativ bekannter Schriftsteller. Selbst wenn man weiter nichts über Jochen Klepper weiß, kann man jetzt schon ahnen, was passieren würde. 1933 ergriffen die Nazis die Macht und es war eine Frage der Zeit, dass Klepper mit ihnen in Konflikt geraten würde. Aus zwei Gründen: weil er selbst bekennender Christ war, was so ziemlich das absolute Gegenteil eines Nazis ist, und weil seine Frau und seine beiden Stieftöchter Jüdinnen waren. Wie viele Familien in einer ähnlichen Situation waren Kleppers in der Zwickmühle. Sollte man versuchen, ins Ausland zu fliehen oder hoffen, dass der Spuk mit den Nazis bald enden würde? Eine Ausreise wäre bis Ende der 30er Jahre vielleicht möglich gewesen. Aber hätte Klepper im Ausland Arbeit gefunden? Als Schriftsteller war die deutsche Sprache sein Handwerkszeug. In einem Land mit anderer Sprache, wovon hätte er leben sollen? Also blieb die Familie und hoffte, irgendwie einen Weg zu finden. Dunkle Wolken zogen sich über Klepper zusammen. Man findet die Angabe, dass er unter Schwermut litt und oft traurig war. Es war bald klar, dass sein Wunsch nach eigenen Kindern nicht erfüllt würde. Schon 1937 wurde Klepper mit einem Berufsverbot belegt. Dass wir sein Weihnachtslied heute noch kennen, ist wahrscheinlich einer Ausnahmegenehmigung zu verdanken, die er irgendwie durch glückliche Fügung noch erhalten hatte und durch die er noch 1938 einen Gedichtband veröffentlichen konnte. Begann der Krieg. Etwas über ein Jahr diente Klepper in der Wehrmacht. Dann, im Oktober 1941,
wurde er mit Verweis auf seine jüdische Frau aus dem Militärdienst entlassen. Er galt als wehrunwürdig, wie die Nazis das nannten. 1942 im Herbst erfuhr Klepper, dass die Deportation seiner Frau und seiner jüngsten Stieftochter unmittelbar bevorstehen würde. Für eine Flucht war es jetzt zu spät. Nur Brigitte, der ältesten Tochter, war das noch gelungen. Klepper sah für sich und seine Familie nur mehr einen Ausweg. In der Nacht vom 10. auf den 11. Dezember 1942 schieden Jochen, Johanna und Tochter Renate aus dem Leben. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Licht hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.